Ja, servus, grüezi und hallo, da sind wir wieder, mitten im Neta diesmal, auf unserem Weg durch Neugedungen nach Hause. Und gerade höre ich hier schon wieder garstige Garste. Ja, die sind hier überall. Gasen. Ja, dann lass uns mal lieber hier weitergehen, zwischen den Lava-Pfützen durch. Gasige Garste, die sind ja gasig, sonst können Garste. Die ja gar nicht fliegen, ne? Bei der Größe. Und auch nicht so, und auch nicht so schön explodieren. Ist ja auch nicht gerade so, dass die so schöne Tragflächen oder sowas angebaut hätten. Ja, wir könnten da oben lang eventuell. Hoch, ne? Ja, hoch, genau. Ja. Es ist ja gar nicht so leicht, sich auch einen vernünftigen Weg hier durch den Nether zu bahnen. Nee. Es geht zwar. Sorry, warte mal. Hier, ich. Ich hab Nethergestein oder so. Ich baue mir einen alternativen Weg. Ist das nicht die neue Partei in Hunsgrab? Ein alternativer Weg? Ja, genau, ein alternativer Weg. Zur kleinen Info an alle Zuschauer von Zorn und von mir. Das ist jetzt im Grunde die zweite Aufnahme, die wir zusammen machen. Ja. Und da drin halt jetzt der vierte Tag, den wir zusammen aufnehmen, und das müsste jetzt der Montag sein, richtig? Jetzt sind wir noch am Montag, genau. Genau, und bald am Dienstag. Aber ich glaube, das wird jetzt erstmal die letzte Folge dieser Aufnahme sein, oder? Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch den Dienstag hin. Okay. Es sei denn, du kannst nicht mehr. Ja, schon. Doch, irgendwie schon. Naja, ist halt noch länger wie beim letzten Mal. Kriegen wir hin. Aber auch nicht, weil wir haben ja dann haben jetzt wir ein bisschen kürzere Folgen gewählt. Genau. Was machen wir jetzt? Rüberbauen oder lieber sicher gehen irgendwo? Rüberbauen. Okay. Oder hier durch ein Fels. Durch. Hier. Dann pass aber auf, dass mich jetzt hier kein Gas drunter schießt. Nee, dann lass uns doch hier durch ein Fels. Wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, 20 Block reingehen und dann nach links rüber, rechts rüber, dann müssten wir doch eigentlich da hinten rauskommen. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Ja. Weißt du, was ich meine? Ich kann ja mal machen. Wenn ich sowas vorschlage, dann mache ich das auch. Wenn Lava kommt, verbrenne ich auch. Ich weiß, wie du meinst. Ja, okay. Und so sammeln wir auch gleich noch ein bisschen Nether-Gestein ein, weil ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich da eigentlich relativ wenig von eingesammelt. Und das kann man ja immer gebrauchen. Wir haben in der letzten... Das ist ja wir haben ja selten im Nether zu tun in letzter Zeit. Ich glaube, das reicht so, ne? Jetzt rüber? Na, mach noch mal ein paar Sicherheitsmeter, obwohl von der großen Karte her, aber das kann auch täuschen. Ne, nee, jetzt müssen wir. Gehen wir noch ein ganz kleines Stück. Ah, Feuer! Ja, okay, ein kleines Stück noch. So, und jetzt hier. Komm. So, und jetzt rechts. Jetzt, genau. Oh, jetzt habe ich ein bisschen tief. Ich habe zu tief. Auf den Osten. Ich habe zu tief geschürft für die Zwerge. Aber oh Gott. Das muss also alles ordentlich sein, ne? Könnte ich irgendwie. Dass jetzt hier der Ballrock kommt. Oh, wei. Oh, da kommt erstmal Lava. Oh. Ja, warte. Alles im Griff. Jetzt gehen wir noch ein bisschen nach hier, würde ich sagen. Mhm. Keine Lava, okay. Ich höre aber Lava. Ja, hören tue ich die auch überall hier. Ja, gut, wir sind im Nether, was will man erwarten, ne? Okay, jetzt drückt mal die Daumen, dass jetzt hier nicht auch wieder gleich Lava kommt. Lava, aber am Boden ist gut. Ist ein bisschen fricklig hier. Ist nämlich ziemlich lavalastige Ecke. Lavalastig. Okay, wir sind fast durch. Noch drei. Oh, zwei. Da ist hier dieser Sand, der kann ja nicht nach unten fallen, oder? Nee. Habe ich mal gedacht eine Zeit lang, dass der nach unten fallen könnte. Ich auch, aber der ist sehr klebrig. Ja, der lässt sich auch schlechter abbauen. Ja, mühsam arbeiten wir uns durch den Nether. Das könnte schlimmer sein, wir könnten fischvergiftet sein. Ich sammle gerade gar keine Steine mehr ein, kann das sein? Ja, ich krieg die alle in meine Tasche hier. Nicht schlecht. Ja, lässt andere für sich arbeiten, so ist er. Der Zordern. So mögen wir ihn. Oh, guck mal, jetzt sind wir in der Höhle rausgekommen. Ja. Haben wir doch gut auch getimed. Nett. Nicht. Der da drüben hat eine Krone auf. Ja, ist der wahrscheinlich so ein kleiner König. Heppa. König Kacke vom Scheißberg. Hier geht eine Höhle weiter Richtung Osten. Die könnten wir nehmen. Ja, wenn es nach Osten geht. Wenn es nach Osten geht. Ist ja auch im Westen. Ah, die ist nicht sehr lang. Oder wir gehen außenrum. Ja. Ich glaube, außenrum ist sinnvoller. Es ist äußerst schwer. Außen sich oben oder außen unten? Hier oben. Außen oben. Es ist äußerst schwer, sich hier zu orientieren, muss ich echt sagen. Hier geht wieder ein Plateau weiter. Könnten wir uns kurz hochbauen. Das ist gut. Das ist sinnvoll, weil diese Plateaus dann auch ein bisschen weitläufiger sind. Dann schaffen wir wieder ein paar Meter. Und oder auch nicht. Die sind nämlich aus Jenseits. Am Ende dieser Folge müsst ihr also unbedingt dranbleiben. Am Ende dieser Folge werden wir das Portal bauen und dann gucken, wo wir rauskommen. Ja, da bin ich auch echt gespannt. Also, ob uns das jetzt in die richtige Richtung geführt oder hat oder total ob wir dann vom sagen, Weg abgeführt haben. Verdammt. Verdammt. Wir Idioten. Oh, hier wieder runter. Ja, okay. Ich bin fast da.
Oh, dieser Seelensand, ey. Ätzend. Das ist eigentlich ist das Beamtensand. Der funktioniert ungefähr so. Macht alles langsam. Ich darf das sagen, ich arbeite ja, auf stimmt, Arzt. Du darfst das sagen. Da jetzt wieder hoch. Das ist ja ein ständiges Hoch und Runter hier mit dir. Ein Auf und Ab ist das mit mir, ja. Ein Auf und Ab. So, zack. Ja, und jetzt haben wir wieder einen normalen Untergrund, da kommen wir ein bisschen schneller voran. Aber momentan muss ich echt sagen, so ein bisschen im Zickzack. Also wir haben jetzt diese Folge echt noch wenig Boden gut gemacht. Da ist die Decke. Also hier ist zwar jetzt Schicht, aber da, man sieht ja auf der Minimap, dass es auf der anderen Seite schon relativ schnell wieder weitergeht. Okay, dann bist du jetzt dran mit Buddeln. Scoute ich uns da mal voran. Ja. Und ja, siehe da. Bist schon durch. Ich bin schon durch. Okay. Ja, war nur so eine ganz kurze Ecke, aber das ist... Okay. Ja. Ich wollte dir den Abstieg möglichst gemütlich machen. Ja, ich auch. Ich hab dann gleich noch einen runtergeballert. Du hast gleich nur einen draufgesetzt. Immer noch einen oben drauf. Ja, wieder eine Höhle. Oh, wir sind echt ziemlich hoch. Aber und im Zickzack durch die Höhlen und jetzt ist er vorbei und jetzt sieht es nicht so aus, als ob es schnell weitergeht. Na, da hinten dann trotzdem durchhacken? Ja, trotzdem durchhacken, egal. Also so viel ist es nicht, so viel ist es nicht. Ja, Freunde, Neta ist natürlich jetzt gerade ein bisschen unspektakulär für euch wahrscheinlich, weil wir auch gerade keine Festung stürmen oder so. Aber wie schon gesagt, am Ende der Folge werden wir auf jeden Fall ein Portal bauen und gucken, wo wir rauskommen. Das wird interessant, denke ich mal. Für uns ist es umso aufregender, weil die Gefahren im Neta, und wir sind ja mit unseren guten Sachen los, ist natürlich immens. Aber jetzt, guck mal, jetzt kommen wir auch ein bisschen weiter Immensa. Runter. Immensa. Oh ja. Oh, eine Neta-Festung. Oh, und Gast. Wo? Aua. Da. Jetzt hat er sich weg. Der hat sich wegteleportiert. Da hinten ist wieder eine Neta-Festung. Können wir da irgendwo runter? Ja, das ist ja auch Richtung Osten. Das passt ja. Ja. Schauen wir doch mal, wo wir lang kommen. Dann gehen wir da noch rein, auf jeden Fall. Vor allem ist es auch eine untere Ebene. Dann ja, dann... Auch besser. Genau. Wir müssen nur jetzt hier dieses Stück Lava-Fluss... Da hinten würden wir mal runterkommen. Warte mal, hier vielleicht? Hier runter ist ganz schön hoch, ne? Oh. What? Da ist er wieder, der Sack. Ach komm, das schaffen wir. Au, drei Herzen. Tut's weh. Es tut für drei... Hast du Federfall? Ja. Ja, dann tut's für mich mehr weh. Okay, ich hab Federfall, ja, es tut mehr weh. Und, was? Ja. 4,5. Okay. Emmas Essen. Ich bin gut, so, komm, gut in Schuss. Na, da unten kommen wir echt schlecht hin. Das heißt, wir können hier ganz außen rum. Ja, wir können jetzt hier einfach drüber bauen, über das Lavameer. Ja, oder hier außen rum, das geht auch schnell, glaube ich, oder? Hier jetzt runter? Tut es. Nee, das ist auch vor allem mit Überhang und so. Ja, oder hier halt direkt an so einem Engpass einfach mal rüberbauen. Einfach mal rüberbauen. Da kann ich ja jetzt auch schleichen und dann... Ja, warte, ich mach schon. Bin schon dabei. Mutig voran. Boah. Ja. Ich hab meinen Finger ganz... Ja, ne? Das wird wahrscheinlich eine der am abgenutztesten Tasten sein, wenn man es dann mal später analysiert. Ja. So... Die typische Minecraft-Tastatur leidet oftmals unter einer beschädigten Shift-Taste. Ach, du bist da hinten. Bist du auch gerade rüber? Ja. Geschlichen, oder? Ich bin auch gerade rüber. Okay. Ja. Einer hätte ja gereicht, aber ist egal. Wollen wir oben rauf, oder? Ja, wenn wir schon mal da sind. Pass auf, dann können wir uns hier so ein. Dann würde ich mir nämlich tatsächlich noch so einen Stack eventuell Netherstein mitnehmen. Dann können wir das doch hier so einen Gang hoch machen drin, oder? Also hier so außen. In dieser Säule hier, ne? Ja, also hier so. Kennst du, alte Trick, immer drei weg. Alte Trick. Drei weg. Ach, du willst so eine Wendeltreppe drumherum bauen, ja? Ja. Sehen Sie in der heutigen Episode, wie Opa Zeron... Eine Wendeltreppe baut. So, dann hier... Warum tut er das? Er kann es halt. Ja, weil er es kann, genau. Und weil wir dadurch gleich wieder schön frischen, unverbrauchten Netherstein kriegen. Während er das macht, baue ich mich hier mal hoch, um dann ihn in den Fang zu begrüßen. Das ist da gut. Ja, es ist ein bisschen aufwendiger. Boah. Aber auch irgendwo schön. Das erinnert mich so ans Bauen. Du kämpfst da oben schon, oder was? Ja, also ich werde hier beschossen und ein Wizard ist auch noch da. Und hat mich vergiftet. Ja. Der Arsch. Ich schäle den Turm. Derweil.
Seht ihr, genau wie ich das eine Mal, wo ich von dem Schiff gefallen bin, sehen wir jetzt, wie Zeron hier sie hochbaut. Ja. Schön. Ja, dann sorge ich hier oben schon mal für genau. Klar Schiff so ein bisschen. Dann machen wir die ganzen. Ich bin schon fast da. Ah, du weißt doch, ab und zu muss mal gebaut werden. Eile mit Weile. Eile mit Weile. Wie viel brauche ich denn noch? Nicht mehr viel, ne? Du bist fast da. Ja. Nee, du bist jetzt bist du da. Bin da. Tada. Bin da. Und habe fast genau einen Stack Netherstein, okay. Gut, ja, hätte man noch leichter haben können. So, weiter Richtung Osten. Das Schwert in die Hand. Oh, da hinten sind Lohen. Ach, herrje. Na, dann lieber Bogen in die Hand. Und freundlichen Gruß. Und Treffer. Okay. Und da ist ein Wizard. Willst du den angreifen oder sollen wir lieber... Ich habe ihn schon mal ein bisschen vorbeschädigt. Und ich glaube, du hast... Ja, Wizard-Schädel. Da ist einer. Da ist ein Wizard-Schädel. Ich werde bekloppt. Ja. Wizard-Schädel. Juhu! Juhu! Yes! Aber war eine ziemlich coole Aktion. Du hast ihn beschossen. Dann bin ich einmal um ihn rum und habe ihn dann geschlagen. Hat er überhaupt nicht mit gerechnet. Sehr geil. Ja, war so eine ganz spezielle. Und das Schöne ist, dir ist ja einer abhanden gekommen, aber jetzt ja, ich weiß auch nicht, wo der abgeblieben ist. Ich glaube, wir müssen, wenn ich den Festungsplan richtig studiere, müssen wir nochmal ein Stück zurück und tiefer rein in die Festung und dann nach Osten. Ich stehe hinter dir. Ah, okay. Ja, machen wir. Lass uns hier nochmal zurück und weiter rein einfach, weil dann kommen wir, glaube ich, weiter. Genau. Und vielleicht finden wir noch ein paar Truhen. Truhen. Ja, wir haben Wizard-Schädel, Leute. Das ist gut. Juhu. Den müssen wir aber richtig sichern, nicht, dass er uns auch wieder geklaut wird. Da ist schon mal die erste Truhe. Ja, hol sie dir. Goldene Pferderüstung, Gold, Sattel. Kann ich alles nicht mehr mitnehmen. Ah, verdammt. Naja, das Gold nehme ich natürlich mit. Aber das Schlimme ist, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen weiter nach innen, weil hier ist wieder so ein Ad. Wir müssen ganz hier rüber. Ja, jetzt muss ich mal aus deinem Kopf rausgehen. Das ist ja... Ich höre, was du denkst. Hier, ganz außen müssen wir hin, genau. Genau hier und dann können wir hier nämlich lang. Hier geht ein ganz langer Gang Richtung Osten. Osten, sehr gut. Okay. Ich komme. Jetzt hast du mich, warte, da. Gerade richtig durcheinander. Echt, ja. Total witzig. Hier ist ein kleiner Balkon. Hallo, meine Freunde. Achso. Sobald ich auf dem Balkon bin, fange ich an, Reden zu halten. Das ist eine alte Bürgermeisterkrankheit. Alte Gewohnheit, ne? Oh, noch eine Truhe. Ja. Nichts alles drin. Mehr Gold, mehr Sättel. Oh, Goldrüstung. Dieser Gang endet abrupt. Aber wir können noch hier rüber. Wir können hier rüber. Hier so. Guck mal. So, dann? Ja, hier rüber. Da kommt gleich ein Wither. Oh. Den darfst du dir mal schnappen. Butch. Der hat leider keinen Schädel gedroppt. Schade. Total selten. Oh. Wir haben die Lohn umgangen. Das war eigentlich jeder mal. Ja. Oh nein. Da sind schon die nächsten. Verdammt, Wizard und Lohn, jetzt wird's hart. Okay, da oben ist noch eine. Erledigt haben wir sie. Ja, kommt auch schon der nächste Wizard. Boah, Alter, jetzt haben wir. Wir werden hier richtig unter Beschuss genommen. Wir haben vor uns, dann hinter uns einen Spawner. Wie viele sind da noch? Eigentlich nur eine. Die ist so hart. Und noch ein Wizard. Boah, die fliegen hier überall rum. Oh Mist, der hat mich getroffen. Alter Verwalter. Boah, Alter. Hau mal ab. Ja. Okay, ganz nach oben und dann kannst du nach Richtung. Hast du geschafft? Ja. 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 Und jetzt müssen wir darüber, oder? Geht's da nicht mehr weiter irgendwann? Ich weiß es nicht. Es sieht so Doch, das sieht sehr lang aus. Oh, das ist cool. Und dann sind wir über Land. Also jetzt ist meine Folge eigentlich auch schon fast zu Ende. Also 2 Minuten haben wir noch. Hier das Portal hinbauen. Wollte ich gerade sagen. Lass uns doch hier das Portal hinstellen. Total gute Idee. Und ist hier so. Warte. Nicht. Ja. Willst du bauen oder? Ach nee. Warte mal. Dann machen wir natürlich lieber noch eine. Was? Pass mal auf. Setz das Portal mal hier davor. Hier. Also ein bisschen Schutz. Ja. Okay. Ich dachte jetzt hier so direkt davor einfach nur das. Ach so. Oder so. Ja, ich wollte es jetzt so machen. Müssen wir einen breiter machen? Jetzt bauen wir gerade 2 oder was? Ja. Ich kann es ja wieder wegnehmen. Ja, weil ich glaube, ich komme mit meinen Steinen noch nicht ganz hin.
Weil jetzt hatten wir hier 4 hoch, das stimmt. Ich habe aber hier was zum Hochbauen. Warte, das ist gut. Dann hier einen an die Seite. Mir fehlen jetzt im Grunde fehlen noch 2 Blöcke jetzt. Mehr brauchen wir nicht. Die hätte ich. Okay. Die hätte ich. Die müssten da oben dran gepapst werden. So. Ach da. Gut, dass ich das Feuerzeug nicht weggeschmissen habe. Ja. Irgendwie so. Aber ich hatte auch was. Was soll ich jetzt mit meinem eigenen Feuerzeug? Dämliches Feuerzeug hier. Okay, Freunde. So, und das andere Obsidian, ich lasse das einfach mal hier. Ja. Ich brauch's eh nicht. Ja, dann mach doch mal an. Tada. Ja. Dann können wir jetzt durchgehen. Dann können wir durchgehen. Oder wollen wir die Spannung noch bis zur nächsten? Nö. Nee, kommt nicht zu viel Spannung. Nein. Oh Gott. Wir sind in einem Lavasee. Alles möglich. Landschaft wird rund. Autsch. Nanu? Ja! Was stehen wir denn hier? Ja, Hundskrab Mitte 5700. Wow. Wir sind ein ordentliches Stück weiter rangekommen. 20 Kilometer haben 20 wir mal Kilometer. Eben gespart. Ja. Und wir sind auch ziemlich genau noch auf Kurs. Also das hat echt gut geklappt. Ja. Ja, guck mal, wir sind ein bisschen abgekommen, glaube ich. Nee. Passt. Ein bisschen links sind wir abgekommen anscheinend. Ja, und dann, die Folge war ja rum, ne? Die dumm. Die Folge ist jetzt um, genau. Tja, Mensch. Na dann. Macht's gut, liebe Freunde. Ja, macht's gut, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.